Yo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Buy for Sky Challenge auf meinem Kanal und wir spielen heute gegen den Bosinho FIFA, gegen einen YouTuber. Da solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, Link ist natürlich in der Videobeschreibung und wir haben heute nicht nur die Buy for Sky Challenge am Start, die wir auch verändert haben. Nein Freunde, wir spielen das Ganze heute auch auf manuell, das heißt in-game werden wir manuell spielen, das heißt man muss die Pässe und die Schüsse richtig, richtig genau platzieren. Das wird auf jeden Fall eine richtig witzige Sache und dazu werden wir dann auch noch die Buy for Sky Challenge ein wenig verändern, denn wir werden hier nicht Torwart suchen, sondern einfach alle, wir werden das zurücksetzen und das heißt, man kann auch einen Stürmer im Tor bekommen oder einen zentralen Mittelfeldspieler, einen Linksverteidiger im Sturm, keine Ahnung, da kann richtig, richtig viel passieren. Das wird auf jeden Fall eine richtig, richtig lustige Challenge und da würde ich sagen, starten wir gleich mal mit dem Keeper. So Freunde, wir starten mit dem Torwart und da bekommen wir 3, 2, 1 und go! Und im Tor bekommen wir Lukaku, einen Stürmer mit richtig geilen Werten für einen Stürmer. 1,90, das ist auf jeden Fall nicht so schlecht, denn die Größe kann da wirklich sehr, sehr entscheidend sein. Also Lukaku im Tor und da machen wir gleich weiter, direkt mit dem Linksverteidiger. Und da bekommen wir 3, 2, 1 und boom! Einen Linksverteidiger sogar. Interessant, weil ich natürlich auf Linksverteidiger war. Und da würde ich sagen, machen wir das gleiche nochmal mit allen Positionen. 3, 2, 1 und go! Und da bekommen wir Mkhitaryan mit 86 Tempo. Das ist auf jeden Fall auch nicht so schlecht. Leider halt kein defensiver Mann. Und da machen wir auch noch den Innenverteidiger, den ersten. Und da bekommen wir den Spieler namens Gevorgyan. Der sieht auf jeden Fall richtig, richtig lustig aus. 80 Tempo, eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ist natürlich ein Stürmer in der Innenverteidigung. Das kann auf jeden Fall richtig, richtig lustig werden. Und dann würde ich sagen, holen wir uns diese drei Spieler. Die drei Spieler sind der Mannschaft nun beigetreten, den Polen in der Innenverteidigung. Das kann auf jeden Fall eine richtig lustige Sache werden. Und dann machen wir gleich mal weiter mit dem Rechtsverteidiger. Und da bekommen wir den Spieler namens Stevens, auf jeden Fall ein Torwart in der rechten Verteidigung. Das kann auf jeden Fall auch richtig lustig werden. Ein bronzener Torwart. Was wird das wohl für ein Spiel? Ich freue mich richtig drauf. Das wird auf jeden Fall mal eine Abwechslung zum normalen Gameplay. Und da machen wir gleich noch den Innenverteidiger. Und da bekommen wir 3, 2, 1 und boom. Choupo-Moting, einen Stürmer. Zwei Stürmer in der Innenverteidigung. Das Sturmduo in der Innenverteidigung. Und da machen wir gleich noch den zentralen Mittelfeldspieler. Und da suchen wir ihn. 3, 2, 1 und go! Lukas, das ist richtig, richtig geil. 4 Sterne Skills, wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau. 93 Tempo. Das kann auf jeden Fall nur gut gehen. Und dann würde ich sagen, holen wir uns die drei Spieler. Choupo-Moting, Lukas und Stevens sind nun auch am Start. Und dann machen wir gleich mal weiter mit dem zweiten zentralen Mittelfeldspieler. Und dann suchen wir ihn. 3, 2, 1 und go! Und da haben wir einen zentralen Mittelfeldspieler, weil ich wieder auf zentraler Mittelfeldspieler war. Ich bin richtig, richtig doof. Und dann machen wir gleich nochmal in 3, 2, 1 und go! Und wir bekommen Schmied, einen rechten Mittelfeldspieler mit 80 Tempo. Das kann auf jeden Fall richtig, richtig gut laufen. Und dann machen wir gleich noch den rechten Stürmer. Und da suchen wir ihn. 3, 2, 1 und go! Wähler, rechter Stürmer, ich bin so doof. Nochmal, rechter Stürmer, go! Milner, rechtes Mittelfeld, das ist auf jeden Fall auch nicht so schlecht. Gleich daneben, der Lord persönlich. Dann machen wir, würde ich sagen, den linken Stürmer noch und suchen dann auch in 3, 2, 1 und go! Und wir bekommen Teixeira, einen Rechtsverteidiger, Bronze, 69 Tempo, 37 Shooting. Der haut da wahrscheinlich die Finesse-Shots raus wie ein Cristiano Ronaldo. Und da würde ich sagen, holen wir uns diese drei Spieler und dann sehen wir uns bei den letzten zwei Spielern. So Jungs, wir haben uns die drei Spieler in die Mannschaft geholt und dann machen wir gleich mal weiter mit dem zentralen Mittelfeldspieler. Den vorletzten Spieler suchen wir in 3, 2, 1 und go! Und es ist Giroud. Ja, auch nicht mal so schlecht. Ich glaube, der hat ganz gute Long-Shots. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt den alles und entscheidenden letzten Stürmer. Wenn wir da eine krasse Karte ziehen, dann können wir auf jeden Fall richtig, richtig zerstören da vorne. Und dann machen wir den Stürmer in 3, 2, 1 und boom. Und es ist Gianluca, den Innenverteidiger mit 52 Tempo. Was ist das für eine geile Scheiße? Ich freue mich richtig drauf. 46 Tempo, 2 Sterne, 3 Sterne Skills sogar am Start. Das ist nicht so schlecht. 1,92 groß. Ich denke, da müssen wir ein bisschen über Kopfwelle arbeiten. Und dann würde ich sagen, holen wir uns die beiden letzten Spieler und dann sehen wir uns nochmal bei der vervollständigten Mannschaft. So Jungs, die Mannschaft ist jetzt vervollständigt, wir haben insgesamt 3 Bronzespieler, aber sonst haben wir auch noch 8 Goldspieler und das auf jeden Fall das Positive an der Mannschaft, mehr positive Dinge gibt es dann gar nicht mehr zu sagen, denn wir haben einen Stürmer im Tor und einen Innenverteidiger im Sturm und das wird auf jeden Fall richtig, richtig lustig. Ich habe meine Hoffnungen ganz ehrlich auf Lukas gesetzt, Giroud könnte auch was reißen, Mkhitaryan vielleicht über den linken Flügel, aber eigentlich müsste das Lukas heute regeln.
für uns, dass wir das Ding nach Hause fahren. Lasst auf jeden Fall gerne schon jetzt einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze so gefällt, falls ihr mir bei For Sky gegen andere YouTuber sehen wollt. Und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal ins Game. So Jungs, da haben wir ihn auch schon, den Boss in New FIFA. Eine 7er Chemie haben wir hier, 61er Angriff, 71er Mittelfeld, 50er Defense, und er hat sogar eine 10er Chemie zusammengebracht, 61er für 58er und 54er, und wir spielen mit den Trikots, denn die sehen einfach nur mega, mega geil aus, wie ich finde. Er hat weiße Trikots, und dann würde ich sagen, starten wir gleich mal ins Game, und ich bin richtig, richtig gespannt auf sein Squad. Und er hat einen zentral defensiven Spieler im Tor, zum Glück keinen Torwart im Tor. Und sonst sieht das eigentlich genauso aus wie bei mir. Ein Mixmarsch aus allen möglichen Karten. Sieht richtig, richtig lustig aus. Ich glaube, wir haben gar keine Silberkarte. Aber auf jeden Fall hat er auch ein sehr, sehr gemischtes Team. Da kann man nicht sagen, welches Team jetzt besser ist. Und dann würde ich sagen, starten wir in die erste Szene. Das ist sowas von schlimm. Die Pässe kommen sowas von nicht an, aber der war richtig, richtig gut. Achso, ist der auf manuell und ich... Alter, das ist richtig schwer. Oh mein Gott. Alle Spieler haben eine 1er oder 0er Chemie und dann noch auf manuell. Also das ist wirklich heavy shit. So, Gianluca mit dem manuellen Schuss. Und der war gar nicht mal so verkehrt getreten von unserem Innenverteidiger. Das hat auf jeden Fall schon mal nicht schlecht ausgesehen. Und unser Torwart will die Ecke gleich mal machen. Die macht aber Gianluca, flankt die Flanke. Und das ist ein Tor oder auch nicht, weil ich völlig in die falsche Richtung geköpfelt habe. Dann haben wir jetzt unseren Torwart mit einem Distanzschuss. Und jetzt fahren wir in den Konter. Und das kann richtig, richtig gefährlich werden. Aber zum Glück passt Lukas hier hinten auf und klärt die Situation. Schöner Pass auf den Stürmer und den vergibt er zum Glück. Ja, Freunde, wenn das nicht manuell gewesen wäre, wäre der Ball drin gewesen. War aber auch noch abseits und da haben wir nochmal richtig, richtig Glück gehabt. Ich freue mich schon so richtig auf die Fehlpass-Statistik zur Halbzeit. Das wird auf jeden Fall die schlimmste Statistik, die es jemals gab. Und das wird auf jeden Fall richtig, richtig lustig. So, und jetzt zieh einfach mal ab aus der Distanz. Schießt er den Ball 20 Meter am Tor vorbei. Richtig, richtig gute Aktion oder auch nicht. Was ein Pass auf Caixera, den Rechtsverteidiger, macht er den Ball, macht er ihn rein, er macht das Tor, manuell, Rechtsverteidiger, Bronzespieler, 59er Rating, was für eine krasse Aktion, dieser Pass, dann dieses wunderbare Tempo-Dribbling an allen vorbei und dann zieht er einfach mal ab, der Ball landet genau im Knick, was für ein wunderbares Tor, in der 39. Minute steht somit 1:0 für uns. So Jungs, es ist Halbzeit, wir führen mit 1:0, der Nils vom Bosinio FIFA spielt auf jeden Fall nicht schlecht, er macht eine gute Partie. Wir sind dann aber doch im Vorteil und die Fehlpassstatistik bzw. die Passgenauigkeit sieht eigentlich mal gar nicht so verkehrt aus. 65%, 56%, ich hätte es mir ganz ehrlich viel schlechter vorgestellt, denn wir machen richtig, richtig viele Fehlpässe und die Schussgenauigkeit ist doch mal ein richtiger Hammer. 25% und 0%. Einfach mal 0%, das finde ich richtig, richtig lustig. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der zweiten Halbzeit. Oh, was ein Kombinationsspiel auf Manuel. Spielen wir den Ball hier wirklich schön durch auf Schmied. Und Schmied, boah, schön gemacht von Schmied. Der zieht hier vorbei, schießt dann drauf. Der Ball geht aber eigentlich gar nicht so weit am Tor vorbei. Aber das hätte natürlich auch ein Tor sein müssen. So, schön jetzt durchgesteckt. Wunderbar. Und jetzt der Abschluss aus der Distanz. Der Goalkeeper hat natürlich Probleme, ist natürlich der zentrale defensive Mittelfeldspieler Grzowiak. Die 78. Minute ist angebrochen und es steht weiterhin 1:0 für uns. Freut mich natürlich richtig, aber ich würde noch gerne ein 2:0 und ein 3:0 erzielen. Aber das Spiel ist einfach ein einziges Hin und Her. Man kann einfach nicht gut spielen, wenn es auf manuell eingespielt ist. Und wenn man das einfach nicht gewohnt ist, aber das müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren mit euren Freunden. Das macht auf jeden Fall mal richtig, richtig Bock, weil es einfach eine Abwechslung zum normalen FIFA ist. So Jungs, der Schiedsrichter hat abgepfiffen, die Partie ist vorbei. Wir gewinnen mit 1:0, schaut gerne noch beim Nils in der Videobeschreibung vor, bei Caixera, der Rechtsverteidiger. Unser Bronzespieler erzielt somit das wichtige 1:0 in der 39. Minute. Und dann war es das auch schon wieder mit dem Video. Falls ihr mehr solche Challenges sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich würde mich sehr, sehr freuen über 25 Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute. FIFA All Stars.